Hallöchen, meine lieben Zuschauer, an diesem Dienstagabend zur 31. Folge, 31. Folge unserer Karriere mit dem BVB. Heute zeitgleich mit dem realen Spiel gegen RB Leipzig am 17. Dezember 2019 spielen wir auch hier gegen Rasenballsport Leipzig, die fast ähnlich gut dastehen. Hier sind die Zweiter in der Realität Erster, haben hier 3 Punkte weniger. Wir haben exakt 29 in der Realität. Und man kann dieses Spiel mehr oder weniger als kleine Vorschau ansehen, wenn man möchte, auf die reelle Partie. Also ein kleiner Tipp, wenn jemand mal ein Spiel tippen möchte, das Spiel heute gespielt tippen möchte, diese Folge anschauen, dann wisst ihr Bescheid, wie der BVB spielen wird. Ja, die Partie, also die Folge wird so kurz vor 8 hochgeladen, denke ich mal. Also mal gucken, wie viele bis dahin noch die Folge schauen werden. Oh, ist kurz reingekommen. Und ja, sorry nochmal, dass die Folge heute auch wieder ein bisschen später rauskam. Aber ich versuche halt trotzdem immer, irgendwie die Folge noch hochzuladen, egal wie viel Uhr. Ja gut, 6-7 Stunden später passiert, ne? Trotzdem vielen Dank an jeden Einzelnen, der bis hierhin jede Folge geschaut hat. Seid ihr verrückt? Und mich unterstützt habt mit den ganzen Kommentaren etc. pp. Gut, kommen wir zur letzten Partie. Die haben wir 3-1 verloren, leider sehr deutlich. Oazar fällt aus, Schnittwunde an der Wade. Ich hätte nicht gedacht, dass er so lange ausfallen wird, aber gut. Dann steht er für die restlichen beiden Partien jetzt gegen Leipzig und dann auswärts in Hoffenheim nicht mehr zur Verfügung. Naja gut. Diese Niederlage war auf jeden Fall verdient. Kann man nicht anders sagen. Wir haben nicht gut gespielt. Da müssen wir uns auf jeden Fall verbessern. Das ist so Ausreißer nicht mehr gibt. Dann wird es schwer jetzt irgendwie im Meisterschaftskampf irgendwie ein Würze Mist zu spielen. Schon wieder 7 Gegentreffer? Oder ne, das haben wir schon gesehen. Das sind diese 7. Oder haben die wieder so viele kassiert? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wäre auf jeden Fall interessant. 6 Gegentreffer, okay, in den letzten beiden Spielen. 13 Gegentreffer, das ist schon mal geil. Ein 6er-Pack von Mamba. Ja, und der Junge, ein sogenanntes Schnäppchen. Ablösefrei, ja, nicht so schlecht. Isaac, Scout-Bericht, der ist kein schlechter Junge. Hat noch Potenzial, nicht allzu teuer. Ist wirklich jemand, den man jetzt angucken könnte. Pablo Galdames. Nee. Jemand sagte mir, ich soll mir noch diesen Tschechen angucken, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Aber der spielt ja bei Sparta Prag. Sparta Prag, der 17-Jährige, der meist als hängende Spitze agiert. Sofern er überhaupt hier vorhanden ist. Der Adam Holoschek. Ja, gut. Ah, den habe ich schon gescoutet, stimmt. Oder ja, jetzt hätten wir nicht die ganzen Informationen. Er hat auch geschrieben, er weiß nicht, ob jetzt der FM das jetzt schon aktualisiert hat, also beziehungsweise schon in dieser Version, wo es angefangen hat, es zu zocken, er auf dem Niveau war, dem er jetzt schon ist. Aber nee, ist er nicht. Also von daher leider kein interessanter Spieler für uns. Trotzdem danke für deinen Spielervorschlag. So, jetzt ein Spiel gegen Leipzig. Ich hoffe heute wirklich auch in der Realität, dass der BVB das schaffen kann. Ihr könnt ja gerne noch in die Kommentare einen Tipp abgeben, je nachdem, ob ihr das noch vor dem Spiel guckt. Oder während des Spiels, je nachdem. Heute ein Heimsieg, das wäre schon krass. Wäre sehr gut. Aber es wird schwer gegen so einen starken Gegner, die so gut drauf sind. Klar.
Und der Vorschlag kam von RV. Da habe ich gerade noch mal kurz nachgeschaut. Ich müsste immer euren Namen vorlesen, wenn ihr mir was vorschlägt. So, Torgan Hazard. Wie gesagt, noch verletzt. 7 bis 9 Tage. Jadon Sancho habe ich ja geschont. Mehr oder weniger für die Partie heute. Somit haben wir die Option wieder. Guerrero kommt wieder rein. Für Nico Schulz. Zagadou für Akanji. Hummels, ja, zwar nur 90%, aber der kriegt das hin. Aschraf darf beginnen. Witzel für Weigel. Brandt ist eigentlich ganz gut in Form. Macht auch einige Treffer. Deswegen lasse ich das weiter so mit ihm. Reus, Alcázar. Genau, Alcázar auch erst, also schon bei 89% Kondition, aber kriegen wir trotzdem hin. Gut. Oder holen wir heute mal Delaney für Brandt. Jetzt ein bisschen mehr Sicherheit im Mittelfeld. Dann machen wir gleich zum Box-zu-Box-Spieler. Oder zum Ball erobern, denn ich überlege es mir noch. Gut. System steht. Komm, machen wir mal nach Datenballverlust Gegenpressing. Ist, glaube ich, besser, ne? War hier nicht irgendeine Sache, die ich noch ändern wollte? Nee, ne? Gut. Alles klar. Ah ja, ist noch ein Tag. Ah ja, gut, dann wird die Kondition ja noch besser sein. Dann. Dann ist ja überhaupt gar kein Problem. Oh, die Auslosung in der Champions League. Na, das machen wir doch mal. Bisschen langsamer, oder? Die gesetzten Teams sind die, auf die wir treffen können. Also, große Namen sind da auf jeden Fall dabei. Leipzigs Spiel gegen Liverpool. Benfica gegen Inter Mailand, Napoli gegen Barca, okay. Chelsea gegen Zebre, also Juventus Turin. Wir, der BVB, gegen Real Madrid. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich nicht Real Madrid, aber gut, dann ist das halt so. Schachtja Donetsk gegen Bayern und Leverkusen, der FC Porto gegen Olympique Lyonnais und dann zu guter Letzt natürlich Tottenham Hotspur gegen Paris Saint-Germain. Das ist ein Hammerlos. Konnte man nicht auch anders erwarten, denke ich mal. Wenn man nur Gruppenzweiter ist, kriegt man der ganzen Gruppenersten. Und da sind ja meistens diese ganz großen Vereine. Mit ganz kleinen Ausnahmen. Aber so ist das nun mal in der Champions League. Wir müssen mal durch. Wir haben ein Hinspiel, wir haben ein Heimspiel. Da wollen wir gewinnen. Mal gucken, was wir bis dahin aus der Mannschaft so rauskitzeln können. Wie ich es auch schon, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben habe. Mal gucken, was wir so in der Wintertransferphase machen können in Sachen Personalien, ne? Uns werden ja auf jeden Fall Mara Götze verlassen, dann kommen 2 neue Talente oder ich glaube mindestens einer. Dann will ich irgendwie versuchen, vielleicht noch Erling Haaland zu uns zu lotsen. Also ist noch einiges zu tun. So, wir spielen um 20 Uhr, Dortmund gegen Leipzig, 5. gegen 3. Heute in der Realität ist er 3. gegen 1., also ein noch größeres Topspiel als hier. Sorry dafür, aber ich glaube, damit kann man auch leben. So, die Kondition, wie ich bereits gesagt habe, deutlich besser. Ich spiele trotzdem lieber erstmal mit Delaney statt mit Brandt. Vielleicht die ersten Minuten mehr Sicherheit ins Spiel bringen, ins Mittelfeld. Das ist mein Plan. Ob es so klappen wird, ist natürlich immer die andere Sache. So, wir sind hier der Favorit. Sind wir. In der Realität würde ich nicht so ganz sagen. Da würde ich sogar wirklich der Meinung sein, dass es ein ausgeglichenes Spiel ist. Wir haben Heimrecht, also der BVB. Machen wir mal. In der Verteidigung wird er das gegnerische offensive Mittelfeld pressen und helfen, die Defensivlinie zu sichern. Da wir aggressiv pressen, denke ich mal, ist das ganz gut. Und nach Ballverlust direkt Gegenpressing. Pass los. Erstmal Reus und dann Axel Witzel. Nach 2 Minuten die erste Riesenchance für uns. Delaney mit einer aggressiven Körpersprache. Der ist on point. Brün Larsen verletzt. Hoffen wir mal nichts allzu schlimm ist, aber steigt wieder. Sehr gut. So, die 19. Minute. Bislang nicht viel passiert. Hakimi, sehr gut aufgepasst. Kriegt er den? Nee. Er zögert etwas zu lange. Ansonsten hätte er den Ball wahrscheinlich noch kriegen können. Und da wir im Heimspiel haben, würde ich auch gerne ein bisschen höher pressen. Warum ist da so viel Platz für Kevin Campbell?
Oh, aber da haben wir auch Glück, dass der Solinger, der ehemalige Brüssel, überhaupt keinen Druck hinterm Ball kriegen konnte. Eine Schnittwunde in der Wade. Oh, Upamecano. Knapp daneben. Also drüber. So, vielleicht jetzt mal wir. Hummels, Hakimi, Brünn Larsen, der Angeschlagene. Ah. Eventuell kommt dann wirklich sein Brand direkt zur Pause. Wenn nicht sogar früher, es guckt mir noch ein paar Minuten an. Wie, Kevin Campbell wieder. Aber der Spieler der Leipziger im Abseits. Jetzt mal hoffentlich Reus auf Brünn Larsen. Sehr gut. Mit einem Abschluss, der jetzt nicht der Rede wert war. Foulspiel. Das war, denke ich mal, das Highlight. Ja. Jetzt aber Marco Reus. Sancho, noch nichts zu sehen von links außen. Zagadou, Marco Reus. Geblockt. Haidara konnte die Sache klären. Wir haben Ballbesitz von 50%, Passquote 88%, 89% sogar. Die Leipziger auch bei 81%, also schon ein Spiel auf hohem Niveau. Wir leicht besser, wobei Leipzig dann mehr Chancen auf höherem Niveau hat, wie ich finde. Halstenberg. Hakimi passt auf, aber verliert den Ball unnötigerweise. Timo Werner mit dem Kopfball. Klose, man hat so viel Platz und dann Ball auf Kevin Campbell. Da können wir vom Glück reden, dass es noch nicht 1-0 steht für die Gäste. Also da, das war jetzt gar nichts. Das stand da einfach nur und dachte, das kommt an. Ich warte mal, bis Timo nach vorne läuft und dann spiele ich mal den Ball. Mehr in die Zweikämpfe gehen, ganz klar. Aggressiver auf jeden Fall. Paco mit etwas Glück an den Ball gekommen. Jadon Sancho. Raus auf Hakimi, der hat viel Platz. Gut gespielt. Setzt sich durch. Thomas Delaney. Drüber. Er ist kein Torjäger. Oh, Brünn Larsen verletzt. Hm, schade. Okay, dann hoffen wir mal, dass nichts Großartiges ist. Ich dachte, vielleicht können wir ihn noch irgendwie zur Pause retten. Wobei, das war ja nur eine Schnittwunde. Also eigentlich dürfte es nicht deswegen sein. Gut. Mal wieder Ball auf Timo Werner. Der dribbelt einfach an allen vorbei und das war zu einfach. Auch ein Fehler von Birki leider. Wieder die Gäste aus Leipzig. Die sind offensichtlich viel zu harmlos heute. Schön gespielt auf die Moderna, muss man zugeben. Wunderballer, wunderballer Ball. Wunderbarer Ball von Hakimi auf Reus, aber den macht er leider nicht. Ja, die werden halt selten gemacht, diese 1-1. 1 gegen 1 Situation. Witzel und Jadon Sancho sind ängstlich. Vor allem Witzel. So, ich muss auf jeden Fall ein bisschen was offensiv ändern. So, Delaney geht auf die Position. Und Götze spielt dann die Rolle, die dann meistens Brand innehat. Mehr oder weniger. So. Etwas mehr Offensivgeist aus dem Mittelfeld heraus.
Hummel schon wieder mit einer gelben Karte. Warum kriegen die so viele gelbe Karten? Gut, ich spiele gerade ein bisschen aggressiver, aber finde ich ein bisschen merkwürdig. So, in dem Heimspiel können wir auch ruhig mal ein bisschen offensiver auf den Flügeln sein. Abseits. Foulspiel von Werner an Hummels. Mein Äuglein hat's gesehen. Auch ohne Videoschiri. VR. Oh, Wunderball auf Paco Alcácer. Das war kein Abseits. Ach, unser Spanier heute nicht so gut. Die Körpersprache von uns miserabel. Muss man einfach so sagen. Und dann wollen wir mal Mo Dahoud reinholen für Delaney. So. Noch ein Stückele offensiver. Mo Werner, den hat Block. Ach Mann. Holt doch wenigstens den Punkt. Reus, ey, Brand war das. Schade, schade, schade. Viel zu viel Platz für Klostermann. Sag ja, du passt nicht auf bei Timo Werner. Hey, hey, hey. Zum Glück ist Werner heute nicht wirklich zielführend in seinen Abschlüssen. Bis auf 1-0, was wahrscheinlich, wenn es so bleibt, natürlich das spielentscheidende Goal ist. Abwisch. Was ist das für ein Schweizer Käse, ganz im Ernst? Naja. Natürlich müssen wir mehr Risiko gehen. Wobei viel höher will ich nicht, sonst wird es auf jeden Fall hinten klingeln. Ganz klar. Die Leipzig haben halt so riesig schnelle Spieler. Jadon Sancho. Kommt, Jungs. 10 Minuten noch. Bei dem Spielstand ist noch alles drin. Ein Punkt und ich wäre zufrieden. Ja. Ist viel zu einfach. Den haben wir klären können, aber den zweiten Ball kriegen jetzt auch noch die Gäste. Das ist nicht gut. Guerrero, sehr schön. Paco verliert den Ball direkt. Oh, gut, Sancho. Guter Einsatz. Guter Einsatz. Paco Alcácer. Dann so ein Abschluss. Schießen bei freier Bahn. Müssen wir. 3 Minuten noch von der offiziellen Spielzeit. Jetzt irgendwie so ein Lucky Punch. Der Hut schön durchgesetzt. Ecke. Dann noch die beiden hier ein bisschen nach vorne. Brandt Sancho kriegt noch den Abschluss. Das wäre bitter, wenn wir jetzt auch noch zu Hause verlieren würden. Langer Ball auf Schick. Freistoß, abseits. Götze, Reus. Auch wenn es abseits ist, trotzdem ging der Ball nicht rein. Also, heute wird nichts mehr mit einem Treffer. Ja, Schluss, wir verlieren mit 1-0. Man kann sagen, für den war mehr oder weniger eine ausgeglichene Partie, aber ja, muss man einfach mal reinmachen, fertig. Und das war jetzt die zweite Niederlage in Folge. Kulaschi, also der Keeper der Gäste, wurde Man of the Match. Das sagt vieles aus über die Partie.
Ich hoffe mir natürlich heute in der Realität nicht auch eine ähnliche Partie. Also keine Niederlage auf jeden Fall. Das wäre nicht so schön. Und schon sehr bitter im Meisterschaftskampf, auch wenn ich nicht unbedingt glaube, dass man Meister wird, aber so kann man noch wenigstens ein bisschen Hoffnung haben. Man weiß ja nie, ne? Schade, die zweite Niederlage in Folge. Damit sind wir Sechster. Gut, von Wolfsburg und so weiter können wir nicht eingeholt werden, die sind zweit weg. Aber das tut natürlich weh. Sieht noch nicht so schlimm aus. Sind nur 4 Punkte bis zum ersten, weil die anderen ja auch nicht immer so gut performen. Naja, gut. Muss auf jeden Fall besser werden. Aber muss auch sagen, heute war ein sehr starker Gegner. Den man mal verlieren kann, ist trotzdem immer sehr bitter zu Hause. Vor allen Dingen mit unseren Ambitionen. Na gut. Morgen dann gegen Hoffenheim. In Hoffenheim muss es besser werden. Das ist dann die letzte Partie des Jahres 2019. Auswärts in Hoffenheim gegen die TSG. Die sind auf welchem Rang? Die sind 14. Okay. Haben 1-0 gewonnen bei Union Berlin. Haben mit Kramaric natürlich auch einen sehr gefährlichen Stürmer, der aber erst ein Tor jetzt gemacht hat heute. Gut. Und ja, mal gucken, wie wir da performen werden. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen, meine Leute.